Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück bei Alkuchen und ja, ihr seht richtig, wir sind hier im Wald unterwegs. Ja, dieses Mal oder jetzt ja mit meiner neuen Sony Cam. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob die Qualität besser ist. Solltet ihr den Kanal schon so lange verfolgen, dass ich auch schon mit meiner Legria damals im Wald war, wo ich die Qualität ehrlich gesagt richtig kacke fand. Also jetzt hier in diesem Display sieht die Qualität wirklich einfach mega aus. Also das ist halt einfach, es ist einfach Sony, so, da kann man nichts machen, egal. Ja, ich dachte einfach mal, ich habe ja schon geschrieben, dass ich wieder in den Wald gehe und es ist wirklich arschkalt. Da ist glaube ich minus 3 Grad oder so und meine Hände frieren auch wirklich komplett ein, also die sind echt tot, ich habe keine Handschuhe dabei, das war ja wirklich sehr intelligent auf jeden Fall, dass ich das gemacht habe und ja, heute geht es um ein sehr aktuelles Thema. Ich hatte erst überlegt, ob ich da auf meinem Hauptkanal drüber spreche, aber dann dachte ich so, dass ich da nie ein Video mit füllen kann. Hallo. Dann habe ich mir halt gedacht, dass ich damit nie ein Video füllen kann und deswegen habe ich gedacht, mache ich lieber was auf Alkuchen. Hauptsache man sagt was, ja vielleicht unterstützt ihn das ja ein bisschen und zwar geht es um den Held der Steine. Ja, wer ist das? An die, die ihn nicht kennen, das ist ein ja, Typ, der ist glaube ich so 40 Jahre oder so ungefähr und der hat einen kleinen Legoladen mitten in Frankfurt im Herzen von Europa und ja, der macht Videos auf YouTube, wo er quasi diese ganzen Lego-Sets und so weiter reviewt, sag ich mal. Der zeigt die, der sagt, was gut ist, was schlecht ist, redet auch so immer noch ein bisschen über Lego an sich. Und ja, das Ganze ist eigentlich relativ chillig gemacht, muss man sagen. Also der Typ wurde mir einfach random irgendwann mal vorgeschlagen und eigentlich bin ich so gar kein Lego-Fan mehr, muss ich sagen. Also ja, mal abgesehen davon, dass es halt wirklich krass überteuert ist, so, ja, also ich weiß nicht, um irgendwas zusammenzubauen und mir das irgendwie in die Vitrine zu stellen oder so, da habe ich auch gar keinen Platz für und da habe ich auch einfach gar keine Lust drauf, muss ich sagen. Feier das aber, wenn Excel zum Beispiel da so einen 20-Stunden-Livestream macht, wie der da irgendwas von Star Wars zusammenbaut. Also so schlimm ist es halt auch nicht. Ja, und der Typ macht, wie gesagt, halt Reviews immer, der kriegt Sachen zugeschickt oder zeigt selber was, der geht auch meistens die Kataloge durch, wenn die da sind und so weiter. Also der macht so alles Mögliche, was halt mit Lego zu tun hat. Und ja, den habe ich eine Zeit lang halt relativ aktiv geschaut, wo ich halt nebenbei zum Beispiel Skripts geschrieben habe oder wo ich gezockt habe oder so, weil man dem einfach gut zuhören kann. So von seiner Art her, finde ich, macht er das relativ gut. Ich finde, er wirkt ja so ein bisschen so arrogant abgehoben, so ein bisschen in seinen Videos. Das ist halt der Grund, warum ich auch irgendwann dann nicht mehr eingeschaltet habe, weil ja, also das kommt mir immer so ein bisschen so rüber, als wenn er so von oben herab redet einfach. Ne? Weiß jetzt nicht, ob das, wahrscheinlich ist es halt eher aus Versehen oder so, es wirkt halt so, aber ist nicht so, ne, aber aus dem Grund zum Beispiel verfolge ich ihn halt nicht mehr so krass, muss ich sagen. Und ja, jetzt habe ich aber durch ein Video wieder zu ihm gefunden, wo ich wirklich dachte, Digga, das ist doch einfach nicht deren Ernst, oder? Ja, und zwar folgendermaßen, der Held der Steine hat ein Logo, ja, also das ist halt wie so ein Vierer-Baustein quasi, da steht Held der Steine drin und da oben sind halt so drei Noppen drauf, wie man das halt von solchen Klemmbausteinen kennt. Und Lego hat ihm jetzt eine Unterlassungsklage geschickt, also wirklich Real Talk eine Unterlassungsklage, dass er dieses Logo wohl nicht mehr benutzen soll, weil man ja sonst nicht gewährleisten könnte, dass oder weil man sonst denken könnte, dass der Held der Steine quasi Lego ist. Und wo ich das Video gesehen habe, da dachte ich direkt so, Digga, das ist ein Scherz, der trollt uns oder so. Weil so dumm kann doch einfach keine Firma mehr im Jahre 2019 sein. Also das Erste, was daran schon generell dumm ist, wenn ich diesen Held der Steine, also ich persönlich kenne mich ja mit Lego überhaupt nicht aus, so muss ich sagen. Auch erstmal Respekt dafür, weil der kennt gefühlt jedes Set einfach auswendig so. Also ich weiß nicht, selbst wenn man jetzt das vielleicht mit was vergleicht, was ich sehr aktiv nutze, zum Beispiel League of Legends oder so, ich glaube nicht mal, da kenne ich mich so gut aus wie er in Lego, also Props auf jeden Fall dafür. Ist es von Lego an sich auch schon einfach richtig dämlich, dem Typen so eine Unterlassungsklage oder sowas zu geben, weil ganz ehrlich, also selbst wenn er jetzt irgendwie, wenn es wirklich Leute gibt, die wirklich denken, er repräsentiert Lego oder so, dann ist immer noch die Frage, was daran so schlimm ist. So, also hat Lego dadurch irgendeinen Nachteil oder so? Ich meine, er geht schon sehr kritisch natürlich ran an die ganzen Sachen, die rausbringen, keine Frage. Also es gibt Videos, zum Beispiel bei diesem Bugatti, das kennen wahrscheinlich viele von euch, das hat auch über 1 Million Klicks. So, also da ist er, ja, sagen wir mal, ja, sehr, also schon sehr, sehr kritisch gewesen auf jeden Fall, aber natürlich auch verdient. Also ich konnte die Punkte auf jeden Fall alle nachvollziehen, so. Selbst wenn das jetzt irgendwer
machen würde, dann wäre es aber immer noch unklug, dagegen in der Art irgendwie vorzugehen, weil es passiert halt jetzt genau das, was halt klar war einfach. Also Unge hat gestern schon in dem Stream drauf reagiert, das Video ist in den Trends, der Typ hat damit jetzt schon über 200.000 Klicks bekommen und Lego steht natürlich einfach schlecht da. Ich habe einfach mal aus Spaß, bin ich auf die Lego-Seite auf Facebook gegangen und normale Beiträge haben so 20, 30 Kommentare und der neueste hatte einfach über 200, wo sich wirklich alle darüber beschweren, dass dieses Video da gesperrt worden ist. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken, ey. Ne? Und ja, das ist natürlich ein richtiges PR-Desaster einfach für Lego, so, ne? Das muss man ja einfach mal so ganz offen sagen, weil sowas geht natürlich gar nicht fit, so, ne? Ich finde, alleine wenn man jetzt das Logo sieht, also ich persönlich hatte jetzt nie das Gefühl, dass er irgendwie Lego repräsentiert. Er sagt ja auch immer, dass er mit denen nichts zu tun hat und so. Er hat halt sein kleines Lego-Lädchen und das war's. Lego-Lädchen. Komisches Wort irgendwie und das war es halt einfach und ja, da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, dass man das halt irgendwie, ja, dass man das halt irgendwie missverstehen könnte oder so und ja, von daher ist das Ganze natürlich einfach mega lächerlich so, ne? Soweit ich weiß, darf er aber seinen Lego-Laden und so weiter, den darf er natürlich trotzdem machen, also da hat er jetzt irgendwie keinen Nachteil und deswegen verstehe ich das halt direkt doppelt nicht, weil ganz ehrlich, er soll halt einfach nur quasi sein Logo ändern, so wie ich das mitbekommen habe so und das ändert ja wirklich überhaupt nichts. Also, ich verstehe diesen Sinn dahinter nicht, weil irgendwer bei Lego muss, aber wir gehen mal zurück, weil die Sonne steht nicht so geil. Irgendwer bei Lego muss ja gesagt haben, so, ja, nee, das wollen wir nicht, dass der das macht, so. Aber was bringt Lego das so? Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass er kritisch ist oder er wird ja genauso sein wie vorher auch. Und wie gesagt, es gab ja auch gar keinen Grund dafür, ihn irgendwie mit Lego in Verbindung zu bringen. So, wisst ihr, wie ich meine? So, das heißt, es ist einfach nur. Es ist einfach nur unnötig so. Es bringt Lego nicht einen einzigen Vorteil, das zu machen. So, weißt du, wenn man das jetzt mal vielleicht mit YouTube vergleicht und ich lasse irgendein Video sperren, wo ich gezeigt werde, dann kann man wenigstens sagen, na gut, der kriegt ja wenigstens keine Klicks mehr oder so. Ja, der hat da irgendeinen Nachteil. Ja, aber für Lego hat das gar keine Vorteile so. Es hat nur Nachteile, wie man sieht. Und das ist halt eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Generell muss ich auch sagen, sowas, also so Firmen wie Lego sind mir auch so ein bisschen suspekt. Natürlich muss man sagen, die haben natürlich eine echt krasse Monopolstellung so. Also der Held der Steine hat jetzt in seinem Video, wo er da die Unterlassungsklage vorgelesen hat oder kurz das angesprochen hat, hat er auch schon einige Alternativen zwar gezeigt, aber die kennt natürlich keiner so. Ne? Lego hat einfach auch ein sehr, sehr gutes Image, selbst wo der die gezeigt hat und auch, wo man halt auch schon ein, zwei Modelle und sowas gesehen hat, muss ich sagen, okay, du siehst eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ob das jetzt von Lego ist oder halt nicht so. Aber ja, das Image von Lego ist einfach schon so gut, dass ich da selber das Gefühl hatte, ich würde jetzt eher zu Lego greifen, selbst wenn es zweimal die vergleichbaren Dinge sind. So. Und natürlich ist das halt ein Vorteil von Lego, aber ich habe mir zum Beispiel von dem Held der Steine so viele Videos angeguckt und die ganzen Kritikpunkte, die er bringt, die kann ich als Laie sogar nachvollziehen. So. Also da sehe selbst ich, ja, dass das nicht wirklich ein intelligentes Handeln der Firma ist oder so und dass man da seine Machtposition wirklich sehr krass ausnutzt. Und ganz ehrlich, anstatt dem Typen so eine Unterlassungsklage oder sowas zu schicken, warum lädt man den nicht mal ein zur Lego-Zentrale oder so und hört sich mal seine Standpunkte an? Also die haben da einen Typen, ja, der, ja, ich will nicht sagen für Lego lebt, aber der wirklich sehr krass da drin ist, ja, der wahrscheinlich jedes Set auswendig kennt, der diesen Laden wahrscheinlich schon seit Jahren betreibt, der sich richtig krass damit befasst und so. Und anstatt sich darüber zu freuen, ja, dass man auch mit diesem Kanal so kostenlose Werbung hat, ne, weil natürlich muss man zugeben, okay, die meisten Videos sind halt schon kritisch, aber auch er hat schon positive Dinge über Lego verloren. Und auch wenn man in die Kommentare guckt, dann sieht man, dass er sehr viele Leute wieder dazu gebracht hat, sich mit Lego auseinanderzusetzen. Boah, ey, es ist gerade Winterpause im Fußball, deswegen bin ich komplett aus der Puste jetzt hier nach 8 Minuten. Auch wenn man da mal in die Kommentare schaut, dann sieht man halt, dass er viele Leute dazu gebracht hat, sich wieder mit Lego auseinanderzusetzen. Und mich tatsächlich auch so. Ne? Also ich habe mir auch so noch überlegt gehabt, ob ich mir nicht so ein, zwei Sets einfach kaufe, so ein bisschen aufbaue und die dann halt einfach irgendwo hinstelle. So ganz chillig irgendwie auf mein Regal oder so, weißt du? Und dieser Gedanke wäre mir halt gar nicht gekommen, wenn ich die Videos von dem nicht gesehen hätte. Natürlich, bei mir kann man sagen, ich habe mich dagegen entschieden, ne? Aber bei anderen haben sich dann vielleicht wieder irgendein Set oder sowas gekauft. So, ne? Und natürlich ist es für Lego auch generell gut, wenn solche Kanäle groß werden, weil da halt einfach über die Produkte von denen gesprochen werden. Ja, und auch wenn es kritisch ist, ist es halt einfach kostenlose Werbung so. Und wie kann man dagegen so vorgehen? Ganz ehrlich, also ich würde als Lego, würde ich den Typ doch unterstützen. Ja, also ich würde erstmal sagen, okay, der hat schon recht mit den ganzen Sachen, was weiß ich, ich würde ihn einfliegen lassen.
ich würde mit ihm halt dann quasi besprechen, dass man quasi vielleicht auch so ein Held-der-Steine-Produkt rausbringt oder so, dass der so ein bisschen sagt, was man vielleicht ändern sollte, ja. Und ja, anschließend schickt man dem halt die ganze Zeit kostenlose Pakete vor, die er vorstellen kann so. Du hast einfach gar keinen Nachteil dadurch als Lego, hast aber einen Kanal, der kostenlos Werbung macht. Und auch der Kanal von ihm hat auch schon über 100.000 Abonnenten. Der hat jetzt, glaube ich, irgendwie 120.000 oder so. Der hat, glaube ich, gestern so 4.000 oder 5.000 bekommen. Also das geht schon mega durch die Decke. Da verstehe ich Lego ehrlich gesagt nicht, warum man dann gegen solche Leute vorgeht. Und ich meine ganz ehrlich, die Vergangenheit hat es doch schon oft genug gezeigt, dass wenn Firmen gegen sowas vorgehen, was ja nicht schlimm ist, so, er hat nicht einmal beleidigt oder so, er hat halt so seine kritische Art, klar, aber das ist ja alles nicht verboten so. Und die Erfahrung hat einfach schon immer gezeigt, dass wenn Firmen so gegen Leute vorgehen, gerade in der Zeit von Social Media und Co., dass es einfach einen Shitstorm gibt so. Und das verstehe ich nicht. So, also die Leute, die daran gesessen haben, in dieser Unterlassungsklage und die alle gesagt haben, ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, die müssten einfach gefeuert werden so. Also die wollen ja offensichtlich den Unternehmen schaden, weil es war klar, wie das läuft. Es war klar. Das hätte ich denen auch vorher sagen können und ich habe nicht studiert oder sonst irgendwas. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist so ein PR-Desaster für die jetzt einfach. Ja, da, viel mehr kann ich dazu halt einfach nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der Held der Steine da jetzt gegen machen wird, sag ich mal. Ob der jetzt sagt, okay, naja, dann drauf geschissen. Lego, was Lego macht. Genau, ob die jetzt sagen, nee, wir ziehen das halt weiter durch. Ich kann mir halt tatsächlich auch vorstellen, wenn der Druck halt so groß wird. Und das Video hat ja schon hunderttausende Klicks, es reagieren große YouTuber draus. Auch größere YouTuber wie ich zum Beispiel machen auch Videos darüber. Also das Thema wird ja generell immer größer. Ob Lego dann quasi irgendwann einknickt und sich vielleicht irgendwie entschuldigt oder so, das wäre natürlich maximal cool. Aber ja, ich kann es mir bei Lego ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen, weil das ist halt doch eine sehr große Firma und sie haben ja auch eher ein jüngeres Publikum, denke ich mal, so ein jüngeres Hauptzielpublikum, so, das richtet sich auch vieles so an Kinder und so und ich glaube, die wissen halt einfach ganz genau, selbst wenn das Video jetzt ein paar hunderttausend Klicks kriegt oder so, das wird die Geschäfte nicht kaputt machen oder nicht schaden oder so, weil die einfach so ein krasses Monopol haben und weil die Hauptzielgruppe ja diese Videos gar nicht guckt. Ja. Ja, viel mehr kann ich sonst eigentlich nicht dazu sagen. Und richtig viel los heute. Ich hätte früher in den Wald gehen müssen. Hallo. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Und bis dahin dann, okay, thanks, bye. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Yeah.